in defining progress. Ich denke, wir müssen zwischen gutem und schlechtem Fortschritt unterscheiden, in welche Richtung er die Dinge verändert. In der Natur wie auch in der menschlichen Gemeinschaft werden die Dinge mit fortschreitendem Wandel immer komplexer. Wir reden uns gerne ein, dass all diese Veränderungen von Vorteil seien, aus Sicht des Menschen. Doch inzwischen werden der technologische Fortschritt und das Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung eine Existenzbedrohung für die Menschheit. Was ist Fortschritt? Ich denke, schwer zu sagen. Ja, also Fortschritt. Progress will not come easy, it will not come quick. But today we had an opportunity to move forward. Wir stecken fest. Seit 200 Jahren, seit der industriellen Revolution, bedeutet für uns Fortschritt, immer bessere und immer noch mehr Maschinen zu bauen. Seit 200 Jahren, das ist längst kein Fortschritt mehr. Wir hängen wie eine Platte. Dinge, die zunächst als eine Verbesserung, als ein Fortschritt erscheinen, sind sehr verlockend. Was soll daran falsch sein? Erst ab einem bestimmten Punkt erweisen sie sich als eine Sackgasse oder Falle. Ich habe es Fallen des Fortschritts genannt, diese Handlungsweisen der Menschen, die auf kurze Sicht positiv erscheinen, aber letztlich zu einem Desaster führen, weil die Nachhaltigkeit fehlt. Schauen wir nun mal zurück in die Steinzeit, als unsere Vorfahren noch Mammuts jagten. Irgendwann waren ihre Waffen und ihre Jagdtechnik so gut, dass sie die Jagd als Existenzgrundlage fast überall zunichte machten. Zu erlernen, zwei Mammuts zu töten statt einem, das war ein Fortschritt. Aber als sie darauf kamen, 200 Tiere auf einmal von einer Klippe stürzen zu lassen, war das eine Fortschrittsfalle. Das war zu viel Fortschritt. Die physische Beschaffenheit unserer Körper und Gehirne hat sich kaum verändert in den letzten 50.000 Jahren. Zivilisiert leben wir erst seit höchstens 5.000 Jahren. Das sind nicht einmal 0,2% unserer Entwicklungsgeschichte.
In den übrigen 99,8% waren wir Jäger und Sammler. Das hat uns geprägt. Wir sind im Kern noch immer wie diese Jäger in der Altsteinzeit. Was unsere Lebensweise von deren unterscheidet, ist die Kultur, die sich exponentiell entwickelt und völlig vom Tempo der natürlichen Evolution gelöst hat. Wir arbeiten sozusagen mit der Software des 21. Jahrhunderts, unserem Wissen, auf 50.000 Jahre alter Hardware. Daher rühren viele unserer Probleme. Das alles, weil unsere menschliche Natur noch in der Steinzeit verhaftet ist, während unser Wissen, unsere Technologie und damit die Fähigkeit, uns und der Welt etwas Gutes zu tun oder zu schaden, weit darüber hinausgewachsen sind. Der menschliche Verstand unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem eines Schimpansen. Die Grundbestandteile unseres Gehirns sind viel älter als die menschliche Spezies. Einige gehen zurück auf Bakterien und Würmer. Andere stammen von den ersten Säugetieren, den ersten Primaten oder auch den ersten Menschen ab. Nur sehr wenig hat sich daran in den letzten 50.000 Jahren verändert. Wir handeln also überwiegend mit Hardware-Komponenten, die viel älter sind als unsere heutigen Probleme. Als ich mit meinen Studien an Schimpansen begann, ging es mir darum, mehr und mehr Ähnlichkeiten aufzuspüren, noch unerforschte kognitive Bereiche, und zu zeigen, dass Schimpansen so sind wie wir. Sie können einem Kind beibringen, einen Klotz aufrecht hinzustellen. Und einem Schimpansen ebenso. Ich stelle den Klotz hier auf, den da, ist doch ganz einfach. Und dafür bekomme ich eine Belohnung. Aber was passiert, wenn Sie eine kleine Schikane einbauen, indem Sie einen Klotz etwas anders austarieren, sodass er umkippt? Nun, der Schimpanse stellt den ersten Klotz auf. Dann stellt er den manipulierten Klotz hin. Doch der fällt um. Der Schimpanse sieht, dass da etwas nicht stimmt und versucht es immer wieder. Er stellt ihn hier hin und dorthin und er gibt nicht auf, weil er weiß, wie es sein müsste. Schimpansen können nicht hinterfragen, warum. Welche unsichtbare Kraft lässt diesen Klotz immer umfallen? Das Kind hingegen stellt den ersten Klotz auf, dann den zweiten. Und als der umfällt, unternimmt es noch ein paar Versuche. Aber sehr bald fängt es an, ihn zu drehen und zu wenden. Es untersucht den Boden und schüttelt ihn, um dahinter zu kommen, welches unsichtbare Phänomen diesen Klotz immer umfallen lässt. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse. Der Mensch fragt nach dem Warum. Wir untersuchen ständig nicht wahrnehmbare Phänomene, um unsere Wahrnehmungen zu erklären. Auf diese Weise haben wir die Schwerkraft entdeckt und die Geheimnisse der Quasare. Und das treibt uns auch dazu, uns gegenseitig zu hinterfragen im täglichen Leben. Warum tut sie das immer? Warum verhält er sich immer so? Er muss doch dieses denken, muss jenes glauben. Ich verstehe das nicht. Warum nur? Warum?
Dank dieser menschlichen Fähigkeit zu hinterfragen, Erscheinungen zu erforschen und zu erkunden, wie die Welt funktioniert, sind wir imstande, großartige neue Medikamente und Therapieformen zu entwickeln. Wir erfinden eine ganze Kaskade moderner Technologien. Doch das Dilemma ist diese Kaskade moderner Technologien. Wir sind wohl die intelligenteste Spezies, die je die Erde bewohnt hat. Wie kommt es dann, dass diese so intelligente Spezies ihren einzigen Lebensraum zerstört? Vielleicht leben irgendwann Menschen auf dem Mars, aber noch haben wir nur die Erde und treiben Raubbau zum Schaden unserer Nachkommen. Das ist kontraproduktiv für die eigene Evolution. Die scheinbar so wundervolle Fähigkeit, nach dem Warum zu fragen, dieser Grundstein der modernen Wissenschaft, ist ein zweischneidiges Schwert. Sollten die Menschen auf diesem Planeten ausgelöscht werden, dürfte auf ihrem Grabstein stehen: Warum? Wir sind zwar in der Lage, in die Zukunft vorauszudenken, aber die meisten unserer Gehirnmechanismen entwickelten sich, bevor wir das konnten. Und wenn, dann nur für kurzfristige Entscheidungen. Daher sind viele unserer, wie ich sie nenne, ererbten oder reflexiven Gehirnmechanismen für schnelle Entschlüsse ausgelegt. Zum Beispiel, ob du, wenn vor dir ein Löwe auftaucht, kämpfst oder davonläufst. Da bleibt keine Zeit, längerfristig zu denken. Das ist von Vorteil, wenn wir sofort eine Lösung für ein Problem finden müssen. Doch dieses Reflexhafte taugt weniger für die moderneren Systeme, für ein Abwägen, bevor wir Langzeitentscheidungen treffen. Ist das gut für mich, gut für meine Gesellschaft, meinen Planeten? Vom Ende des Römischen Reiches bis zur Zeit von Christoph Kolumbus wuchs die Weltbevölkerung in 13 Jahrhunderten um 200 Millionen Menschen. Heute dauert das nur 3 Jahre. Etwas so Einfaches wie das Abkochen von Milch, um Bakterien abzutöten, und Impfungen zum Schutz vor Infektionskrankheiten. Solche Dinge haben einen Bevölkerungsboom bewirkt. Mit der Überbevölkerung, über die niemand sprechen mag, weil sie religiöse Überzeugungen, die Freiheit des Einzelnen und die Autonomie der Familie tangiert, werden wir uns befassen müssen. Wahrscheinlich müssen wir auf eine viel kleinere Bevölkerungszahl hinarbeiten als die 6 oder 7 Milliarden heute. Wir müssen sie auf die Hälfte reduzieren oder gar auf ein Drittel, wenn jeder sein Auskommen haben soll. Ein anderer Aspekt, und vielleicht der gefährlichere, ist der Konsum derer am oberen Ende der sozialen Pyramide. Ein US-Amerikaner oder ein Europäer verbraucht 50 Mal mehr Ressourcen als ein armer Mensch, zum Beispiel in Bangladesch.
Falls auch China das Konsumniveau der USA oder Europas erreicht, wird für noch eine Milliarde von Konsumenten nicht mehr viel übrig bleiben. In China sind 200 bis 300 Millionen Menschen wohlhabend, mit der gleichen Kaufkraft wie wir hier im Westen. Auch in Indien sind es 200 Millionen. Hinzu kommt noch der gehobene Mittelstand in den Entwicklungsländern. Und dennoch gelten als wohlhabend nur 1,5, vielleicht 2 Milliarden Menschen weltweit. Es bleiben also 5 Milliarden Menschen, die noch auf ein besseres Leben hoffen, mit genug zu essen, einem Auto, anständigem Wohnraum und besserer Bildung für ihre Kinder. Der potenzielle Bedarf an Ressourcen ist immens. Ich weiß nicht, wie viel ich insgesamt gefahren bin, aber bei diesen Touristentouren sind mehr als 50.000 Kilometer zusammengekommen. Die Reise nach Westen basiert auf einem Mythos von einem Mönch und drei Schülern, die auf der Suche nach einer buddhistischen Schriftrolle sind. Ich bin wie der Mönch, der Meister. Ich führe die Teilnehmer nach Westen, damit sie den Sinn des Lebens erkennen und wahre Erleuchtung erlangen können. Am anderen Flussufer ist ein kleines Dorf. Keiner der Bewohner dort besitzt einen Kühlschrank. Sie müssen 30 Kilometer zurücklegen, um frisches Fleisch einzukaufen. Und das einmal pro Woche. Meine eigene Lebensqualität hat sich in den letzten Jahren grundlegend verbessert. Früher gab es Tomaten nur im Sommer und im Herbst. Nie im Winter. Jetzt ist das anders. Wann immer ich will, kann ich Tomaten essen, Wassermelonen, Fleisch und auch Meeresfrüchte. Das war früher undenkbar. Ich denke, die wirtschaftliche Entwicklung Chinas genießt seit 30 Jahren weltweites Ansehen. Natürlich gab es auch einige Probleme, zum Beispiel mit der Umwelt.
In Peking haben sich die Dinge aber durch die Olympischen Spiele sehr verbessert. Nein, nein, hör auf, darüber reden wir jetzt nicht. Wir wollten dieses Thema doch meiden. Ich habe während der ganzen Reise darauf geachtet. Das hier ist nicht dein Interview. Die ganze Welt weiß darüber Bescheid. Du musst das nicht hervorkehren. Hör auf. Warum soll ich aufhören? Was du da sagst, ist problematisch. Wir haben dieses Thema immer gemieden. Ist ja gut. Ich habe so viele Jahre gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Du schadest mir, verstehst du? Nein. Doch, du schadest mir. Also Chinas wirtschaftliche Zukunft. Über Tausende von Jahren hat China die am längsten andauernde Zivilisation. Erst in der jüngeren Vergangenheit begann China gegenüber der Industrialisierung der europäischen Länder zurückzufallen. Zwischen dem ersten Opiumkrieg um 1840 bis hin zum Jahre 1978 hat China eine Achterbahnfahrt großer Umwälzungen erlebt. Angriffskriege seitens fremder Staaten, der Einmarsch Japans in China, Bürgerkrieg, der Zusammenbruch der Jin-Dynastie, die Kulturrevolution, völliges Chaos, bis Deng Xiaoping nach seinem Amtsantritt 1978 China auf den einzig richtigen Weg brachte. Für Wachstum zu sorgen, das Land zu modernisieren und zu industrialisieren. Ich denke, das hat Chinas Entwicklung auf den richtigen Weg gebracht. Manche sprechen von dem natürlichen Kapital als der Summe dessen, was die Natur uns beschert. Saubere Luft, sauberes Wasser, intakte Wälder, fruchtbares Ackerland, die Mineralien, das Öl und die Metalle. All das ist natürliches Kapital. Noch bis 1980 konnte die Menschheit von dem sozusagen Zinsertrag dieses Kapitals leben, dem Überfluss, den die Natur produzieren kann. Nahrungsmittel, die angebaut werden können, ohne die Böden zu zerstören, und Fischmengen, die gefischt werden können, ohne deren Bestände zu gefährden. Seit 1980 jedoch nutzen wir mehr als diesen Zinsertrag, so wie jemand, der glaubt, er sei reich, weil er das Geld ausgibt, das er geerbt hat. Statt nur der Zinsen verbraucht er auch das Kapital. The last time I visited the New York Stock Exchange was in 1980, and the mood sure was different then. Government, with its high taxes, excessive spending and overregulation, had thrown a wrench in the works of our free markets. With tax reform and budget control, our economy will be free to expand to its full potential, driving the bears back into permanent hibernation. That's our economic program for the next 4 years. We're going to turn the bull loose. Die Welt ist so groß.
Sie ist nicht so groß und kann auch nicht so groß sein. Ihre Größe ist unveränderbar. Statt die Natur als eine Art Großbank zu betrachten, als eine Kreditkarte, die wir endlos belasten können, müssen wir an die Grenzen der Natur auf diesem Planeten denken und wie wir sie erhalten können, damit wir selbst hier weiterleben können. Wenn wir den Planeten nicht erhalten, wird es eine Wirtschaft nicht mehr geben. Der Jäger der Eiszeit steckt immer noch in uns. So wie sie damals dachten, irgendwo würde die nächste Herde Mammut sein, so glauben Börsenhändler heute, dass der Aktienmarkt immer weiter Profit abwerfen werde. Wenn wir uns die letzten 6000 Jahre auf der Erde im Zeitraffer ansehen würden, sehen wir Zivilisationen, die sich ausbreiten wie Waldbrände und eine unberührte Umgebung nach der anderen verschlingen. Wenn eine Zivilisation alle natürlichen Ressourcen in ihrer Umgebung erschöpft hat, erlischt sie. Und an anderer Stelle entsteht ein neues, derartiges Feuer. Heute haben wir eine einzige große Weltzivilisation. Und das ganze Experiment Zivilisation könnte sich per se als eine Fortschrittsfalle erweisen. Dow plunged more than 500 points yesterday. It was the biggest Dow decline ever. La crise financière américaine. El resto de las principales bolsas and our economy seemingly on the brink of collapse. Banks have failed and shares have plummeted. The effects are working their way down to all of us. The economy will get worse before it gets better. Credit rating down. En el último año. When will the economy turn around? Yes. I'm not an economist, but I do believe that we're growing. And I can remember, you know, this press conference here, where people yelling recession this, recession that, as if you're economists. And I'm an optimist. You know, I believe there's a lot of positive things for our economy. Faith in progress has become a kind of religious faith. Der Fortschrittsglaube ist zu einer Art religiösem Fundamentalismus geworden, so wie der Marktfundamentalismus, der unlängst zusammengebrochen ist. Die Vorstellung, den Märkten freien Lauf lassen zu können, ist eine Illusion. Man kann auch nicht der Technologie freien Lauf lassen, damit sie die von ihr selbst geschaffenen Probleme löst. Das gleicht sehr dem religiösen Irrglauben, der so manche Gesellschaft in der Vergangenheit zu Fall gebracht hat. Schriftliche Quellen reichen rund 4000 Jahre zurück. Von 2000 vor Christus bis zu dessen Geburt war es für alle Staaten der Welt normal, Schulden einfach zu löschen, wenn sie zu hoch wurden. Ob bei den Sumerern, in Babylon oder Ägypten, überall wurde ein glatter Schuldenschnitt vollzogen, damit die Gesellschaft wieder neu entstehen konnte. Das war leicht in einer Gesellschaft, in der der Staat der Hauptgläubiger war. Sehr viel schwieriger wurde es, wenn die Geschäfte und Kredite vom Staat in die Hände von privaten Oligarchen übergingen. Das Letzte, was die wollten, war ein König, der durch einen Schuldenschnitt alle wieder gleichstellte.
Der römische Staat war der erste, der die Schulden nicht erließ. Er erklärte Sparta in Griechenland den Krieg und stürzte Regierungen und Könige, die ihre Schulden löschen wollten. Die Kriege im ersten Jahrhundert vor Christus nahmen diesen Ländern alles, was sie hatten. Die Tempel und die öffentlichen Gebäude wurden geplündert, ihnen wurden ihre Wirtschaftskraft und ihre Wasserquellen genommen. Was von den Ländern blieb, war Wüste. Damals galt, Schulden bleiben Schulden. Der Zusammenbruch war offenbar eng verbunden mit einer Umweltzerstörung, die soziale, wirtschaftliche und militärische Probleme nach sich zog. In den Anfängen der Römischen Republik herrschte noch Gleichheit in Bezug auf Landbesitz. Die Bauern hatten Zugang zu öffentlichen Ländereien. Doch als der römische Staat an Macht gewann und die Guts- und Feldherren begannen, sich öffentlichen Grund als Privatbesitz einzuverleiben, da verloren immer mehr Bauern ihr Land. Gleichzeitig war Bodenerosion ein ernstes Problem. Sogar einige römische Häfen wurden unter Schlammmassen begraben, die von den Feldern in die Flüsse gespült wurden. Archäologen konnten das Ausmaß rekonstruieren. Erst nach 1000 Jahren hatten sich die Böden im Laufe des Mittelalters bei einer weit geringeren Bevölkerung regeneriert. Neu im Römischen Reich war eine unumkehrbare Vermögenskonzentration an der Spitze der wirtschaftlichen Pyramide. Und Fortschritt hieß von da an immer auch, du wirst nie zurückbekommen, was wir dir nehmen. Auf diese Weise entstand das düstere Mittelalter. Und so wird es wiederkommen, wenn die Gesellschaft nicht eine Kapitalkonzentration in den Händen der Finanzwelt verhindert. Denn die wird nicht intelligenter damit umgehen als ihre Vorgänger in Rom oder anderswo. Oligarchie klingt ein wenig esoterisch. Gemeint ist, dass eine Handvoll Leute große politische Macht gewinnt durch ihre Wirtschaftskraft. Wir betrachten die USA gerne als demokratisch, mit einer ausgewogenen Machtverteilung. Oligarchien verbinden wir eher mit ärmeren Ländern. Doch dieses Bild ist veraltet. Heute haben wir oligarchische Strukturen auch in den USA. Die wirtschaftliche Macht hat der Finanzsektor erlangt. Die Wall Street, um es mal so zu sagen. Sie wurde sehr, sehr mächtig. Und diese Macht wurde dazu benutzt, Einfluss auszuüben in Washington für eine Deregulierung, um freiere Hand zu bekommen, ohne Einschränkungen seitens der Regierung. So ließ sich noch viel mehr Geld verdienen, was wiederum noch mehr politische Macht mit sich brachte. Das ging eine ganze Weile so, bis es zum großen Knall kam. But basically, you come to us today on your bicycles after buying Girl Scout cookies and helping out Mother Teresa, telling us we're sorry, we didn't mean it, we won't do it again, trust us. Well, I have some people in my constituency that actually robbed some of your banks, and they say the same thing. They're sorry, they didn't mean it, they won't do it again, just let them out. Do you understand that this is a little difficult for most of my constituents to take? That you learned your lesson? The bankers can't stop themselves. Die Banker können sich nicht bremsen. Das haben sie in ihren Genen. Sie gehen massive Risiken ein und zahlen sich absurde Gehälter bis zum Kollaps. Je mehr vernünftige, verantwortliche Leute, ganz gleich welcher Fraktion, das erkennen, desto eher lässt sich die Macht dieser außer Kontrolle geratenen Finanzoligarchien beschneiden. It's not a mystery, it's not a surprise that we know we have crises every 5 or 10 years. You know, my daughter called me from school one day and said, Dad, what's a financial crisis? And without trying to be funny, I said, it's the type of thing that happens every 5 to 7 years. And she said, why is everyone so surprised? So we shouldn't be surprised. Mm-hmm.
Ich las mal auf einer Mauer, jedes Mal, wenn sich die Geschichte wiederholt, wird es teurer. If you look at the increasing complexity of civilization, what you can see towards the end of wohin die wachsende Komplexität einer Zivilisation führt, sehen wir schon am Ende der Maya-Kultur, als mit enormem Aufwand Paläste und Tempelanlagen nur für den Adel gebaut wurden. Den Bauern war der Zutritt verwehrt, so wie dem einfachen Volk heute zu den bewachten Wohnanlagen in vielen Ländern. Und natürlich wuchs bei der armen Bevölkerung der Verdruss über die Herrschenden, als sie sahen, dass der einstige Gesellschaftsvertrag, nachdem die Herrscher als Mittler zwischen den Göttern und dem Volk für gutes Wetter und gute Ernten sorgen sollten, sich aufzulösen begann. Die Herrschenden verloren den Bezug zu dem Volk, dessen Repräsentanten sie waren. Sehr viel von dem erleben wir heute in unserer modernen Welt. Jede Gesellschaft in den letzten 4000 Jahren hat erlebt, dass die Schulden schneller anwachsen, als sie beglichen werden können. Das Problem ist eine kleine Oligarchie der obersten 10% der Bevölkerung, der das gesamte Geld geschuldet wird. Diese 10% sollten die Schulden streichen, aber das tun sie nicht. Die Oligarchie hat das Sagen. Sie würde eher den übrigen 90% ihr Existenzrecht absprechen, als ihnen die Schulden zu erlassen. Sie würde eher den Planeten ausbluten und die Bevölkerung schrumpfen lassen, als auf ihre Forderungen zu verzichten. Das ist der politische Kampf im 21. Jahrhundert. In den 60er Jahren war ich Zahlungsbilanzfachmann der Chase Manhattan Bank. Als erstes sollte ich berechnen, wie hoch die Schulden in Ländern der Dritten Welt sein konnten. Das hing davon ab, wie viel sie einnahmen. Denn darauf stellten wir die Zinsbelastung ab. Am liebsten hätten wir die gesamten Staatseinkünfte eines Dritte Weltlandes als Zinsen eingestrichen. To us. Look, don't give me a hard luck story. I hear them every day, and quite frankly, they bore me. The facts are simple. In 1973, this bank gave you a loan, and you still haven't paid it back. Admittedly, you paid back the initial sum, but not the interest, which to date amounts to 9 times the amount originally borrowed. 9 times. So you better get your act together. Times are tough, and we're all having to clamp down. And don't look at me like that. This is a bank, not a charity. Das teuerste an den Krediten, zum Beispiel von IWF und Weltbank, ist die Todesrate in Afrika. Nehmen wir nur die Hilfen. 30 Jahre lang für den Diktator von 1960 bis 1997. Einen wirklich brutalen Diktator. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Er erhielt gigantische Kredite. Jeder wusste, dass beim Volk nichts davon ankam. Aber er wurde zu einem der größten Führer Afrikas aufgebaut. In the whole African continent. While your country is young, only 10 years of age, that it has had a period of progress in that period, which has been an example for nations throughout the world. You have moved forward economically. You have established unity in your country. And you have a vitality which impresses every visitor when he comes to Congo. What is interesting is... Das Interessante ist, dass all das gestohlene Geld aus internationalen Krediten bei westlichen Banken liegt.
Es floss nach Mobutus Sturz nie zurück zu den Kongolesen. Für die Bevölkerung gab es keine medizinische Versorgung, keine adäquate Ausbildung, keine ausreichenden Löhne. Und das ist bis heute so geblieben. Der Kongo hat 14 Milliarden Dollar Schulden. Das Volk geht leer aus und die Sterberate ist riesig. Im Kongo starben 6 Millionen Menschen seit 1996. Reiche Länder leihen sogenannten Entwicklungsländern einen Haufen Geld. Für die Schulden kommen anschließend die auf, die nie auch nur einen Cent davon gesehen haben. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich das Geld vom Munde absparen, das dann ein anderer bekommt. Wie das Geld, das der Kongo erhält, den Menschen zugutekommen könnte? Indem es in solide Einrichtungen im Land gesteckt würde, etwa zum Schutz vor Menschenrechtsverletzungen. Doch diese Gelder sind immer ausdrücklich für andere Zwecke bestimmt. Und zwar in der Regel für Minenprojekte, um an unsere Bodenschätze zu kommen. Im Fernsehen sehe ich in den Nachrichten, wie am Amazonas der Regenwald abgeholzt wird. Und ich verstehe das nicht. Die schaden sich doch selbst, wenn sie alles abholzen. Wie Diogo gesagt hat, welche Interessen stehen dahinter? Welche Interessen? Wirtschaftliche. Die Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien hat direkt mit der Finanzwelt an der Wall Street und in London zu tun. Als 1982 die lateinamerikanischen Länder ihre Schulden nicht mehr begleichen konnten, stellten sie die Zahlungen ein. Sie sagten, unsere gesamten Zahlungsbilanzüberschüsse gehen schon an die Banken. Wir können unseren Lebensstandard nicht halten, können keine neuen Fabriken bauen und auch unsere Kredite nicht abzahlen. Worauf der IWF entgegnete, statt einer Bankrotterklärung habt ihr doch noch eine Option. Ihr könnt eure staatlichen Besitztümer veräußern. Da liegt genug Kapital brach. Verkauft eure Wasserrechte, eure Wälder, eure Bodenschätze und Ölvorkommen. Und so haben Brasilien, Argentinien und andere Länder ihre Ressourcen an Privatinvestoren verkauft. Und die erwarben sie auf Kredit. Noch bis vor kurzem wurden die natürlichen Ressourcen als praktisch unerschöpflich betrachtet. Werte wurden nur in dem gesehen, was der Mensch daraus gemacht hatte. Erst jetzt erkennen wir, welche Dienste die Natur den Menschen für ihr Leben auf der Erde erweist. Und die Völker müssen auf ihrem jeweiligen geografischen Gebiet diese Dienste der Natur bewahren. Als ich vor Augen hatte, wie sehr der Reichtum und die Schönheit der Natur bedroht waren, musste ich gegen all jene vorgehen, für die der Wald nur ein Ausdruck von Rückständigkeit war, ein Relikt, das dem Fortschritt im Wege stand. O Ibama é a
Die IBAMA ist das Umweltbundesamt in Brasilien und zuständig für alle ökologischen Fragen. Als ich bei der IBAMA angefangen habe, glaubte ich, mit meiner Arbeit als Polizistin all meine Vorstellungen und Ideale durchsetzen zu können. Aber meine Möglichkeiten sind verschwindend gering, verglichen mit dem, was alles nötig wäre. Eine unserer Aufgaben betrifft die Abholzung. Wir kontrollieren Sägewerke, ob das Holz, das sie verarbeiten, legal geschlagen wurde. Ich beschäftige hier viele Leute. Wie es aussieht, wird das Werk wohl stillgelegt. Ich werde dann alle entlassen und irgendwie anders meinen Lebensunterhalt verdienen müssen. Die Arbeiter in den kleinen Dörfern am Amazonas sind verärgert über die IBAMA. Letzten Endes sind sie wirtschaftlich von der Abholzung abhängig. Deshalb kommt es zu Revolten in den Städten am Amazonas. Der Wald ist unser Leben. Er ist wie eine Mutter, die ihr Kind stillt. Habt ihr bei euch einen Amazonas-Regenwald? Es heißt, der Wald am Amazonasbecken sei die Lunge der USA, weil er Sauerstoff für die Amerikaner produziert. Wenn wir ihn zerstören, würden alle Menschen in den USA sterben. Aber wir armen Brasilianer sterben dann auch. Und wenn wir ihn nicht abholzen, verhungern wir. Wir sterben alle. Die Großbauern und sogar unser Gouverneur haben hier schon Millionen Bäume gefällt. Und wer muss dafür büßen? Wir, die wir nur ein oder zwei Morgen roden, um für den Eigenbedarf anzubauen und unsere Familien ernähren zu können. Verantwortlich für die Zerstörung des Regenwaldes sind die großen Agrarbetriebe und die internationalen Konzerne. Die größten Landwirte sind Senatoren, Abgeordnete und Generäle. Die zerstören die Wälder am Amazonas, nicht wir. Es ist sehr frustrierend. Wir wissen, dass die, die wir erwischen, nicht die Abholzung im großen Stil betreiben. Die meisten brasilianischen Politiker verdienen an eigenen Sojapflanzungen oder Rinderzucht. Das ist ein Interessenkonflikt. Der Regenwald wird abgeholzt und der Wirtschaft die Grundlagen entzogen, nur um den Banken die Kredite zurückzuzahlen. Darauf läuft es am Ende hinaus. Denn die Banker können mit ihrem Geld jederzeit in ein anderes Land gehen und es ausnehmen. Das ist das globale Finanzsystem.
Wenn wir nicht auf die Amazonaswälder aufpassen, dann wird daraus bald die Amazonaswüste. Denn wenn wir den Wald roden, wenn jemand die Bäume in einem Wald fällt, dann schafft er dort eine Wüste. Die Ökonomen sagen, rode den Wald und trag das Geld zur Bank. Da bringt es dir 6-7%. In Malaysia oder Papua-Neuguinea sogar 30-40%. Wen interessiert schon der Wald? Leg das Geld an oder investiere in Fisch. Und wenn der weg ist, in Computer. Geld lässt sich mit allem machen. Kapital wächst schneller als die Realwirtschaft. Die übliche Wirtschaftswissenschaft ist hirnrissig. Die Wirtschaftslehre ist losgelöst von der realen Welt. Sie ist destruktiv. In einem VWL-Grundkurs erhalten Sie als erstes einen Überblick über die Wirtschaft. Das macht Eindruck. Rohstoffe, Förderung, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel, mit Pfeilen in alle Richtungen. Es soll sie beeindrucken. Dabei wissen die Professoren ganz genau, dass die Wirtschaft keine Wissenschaft ist. Und doch wollen sie uns das weismachen. Die Wirtschaftslehre stellt irgendwelche Werte in mathematische Gleichungen. Und das soll dann Wissenschaft sein. Fragen Sie mal einen Ökonom, wo kommt in dieser Gleichung die Ozonschicht vor? Oder das fossile Grundwasser? Wo die Humusschicht und die Biodiversität? Dann wird der antworten, das sind Externalitäten. Wir könnten genauso gut auf dem Mars sein. So weit weg ist die Wirtschaftslehre von der Wirklichkeit. Es sind lebende Organismen, die das Wasser in seinem natürlichen Kreislauf filtern. Mikroorganismen im Boden machen ihn fruchtbar. All diese Dienste der Natur, wie auch das Bestäuben der Pflanzen durch die Insekten, sind ausschlaggebend für das Leben auf diesem Planeten. Das nennen Ökonomen Externalitäten. Das ist verrückt. Grenzenloser wirtschaftlicher Fortschritt in einer Welt mit begrenzten natürlichen Ressourcen macht keinen Sinn. Das muss irgendwann scheitern. Und wir sehen es kommen. Aber es wird schön geredet wegen der Interessen, die dahinter stehen. Alles soll weiterlaufen wie gehabt. Die Waffenproduzenten, die Ölindustrie und die Pharmaindustrie. Sie alle etablieren nach Kräften korrupte Regierungen, die die Zukunft ihres eigenen Volkes aufs Spiel setzen. Stellen Sie sich einen Teich mit Seerosen vor. Die wachsen sehr schnell. Ihre Zahl verdoppelt sich von Tag zu Tag. Wenn sie die gesamte Oberfläche bedecken, bekommen die Fische keinen Sauerstoff mehr und alles Leben im Teich stirbt. So schnell kann das gehen. An einem Tag ist erst der halbe Teich voller Seerosen und tags drauf bist du tot. Wir sind heute sozusagen an dem Punkt, wo der Seerosenteich halb voll ist. Das Leben wird von den Volkswirtschaften ausgelöscht und die Schulden verdoppeln sich. Wie lange geht das gut? Uns bleibt noch ein Tag.
Wie jede frühere Zivilisation scheint auch unsere nur zu florieren, wenn sie expandiert. Wenn die Bevölkerung wächst, die Industrieproduktion steigt und sich die Städte ausdehnen. Irgendwann hat dann die Bevölkerung alles überwuchert. Die Städte haben sich über die Ackerflächen ausgedehnt, die Armen hungern und die Reichen verlieren ihre Rechtfertigung. Und mit dem Hunger kommt die Revolution. Das Beängstigende heutzutage ist, dass es erstmals nur ein System gibt. Wenn das zusammenbricht, dann wird es nicht so sein wie in früheren Zeiten, als parallel zum Niedergang einer Zivilisation, bis die sich erholt hatte, andere weiter für Fortschritt gesorgt haben. Eine solche Gewährleistung von Fortschritt ist heute nicht mehr gegeben. Denn in Zeiten der Globalisierung gibt es nur noch diesen einen Versuch. Das ist der unvermeidliche Schlusspunkt der Entwicklung seit der Steinzeit, mit Etappen wie dem Römischen Reich. Doch nun sitzen immer mehr Menschen im selben Boot. Entweder wir lösen die Probleme gemeinsam, oder wir müssen gemeinsam die katastrophalen Folgen ertragen. We are entering an increasingly dangerous period of our history. Our genetic code still carries the selfish and aggressive instincts that were of survival advantage in the past. But I'm an optimist. If we are the only intelligent beings in the galaxy, we should make sure we survive and continue. If we can avoid disaster for the next 2 centuries, our species should be safe. We have made remarkable progress in the last 100 years. Our only chance of long-term survival is not to remain inward-looking on planet Earth, but to spread out into space. I was at a conference a few years back. Ich habe auf einer Konferenz vor ein paar Jahren den Regisseur George Lucas getroffen. Er sagte zu mir, es bleiben nur 2 Hoffnungen für die Menschheit. Entweder wir finden einen anderen Planeten, auf dem wir leben können, nachdem wir diesen zerstört haben, oder Ihre Technologie, er meinte die Gentechnik, kann vielleicht dazu verhelfen, uns selbst oder den Planeten so zu verändern, dass wir weiter hier leben können. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. We are announcing today for the first time our species can read the chemical letters of its genetic code. In den vergangenen Jahren ist mein Team um die Welt gesegelt
und hat alle erdenklichen Mikroarten aus dem Meerwasser gefiltert. Wir isolieren die DNA jeder einzelnen Spezies. Ich betrachte diese Gene als Designkomponenten der Zukunft. Das Verfahren ist unglaublich, obwohl wir es jeden Tag anwenden. Vier Flaschen mit Chemikalien genügen, um den genetischen Code einer Spezies umzuschreiben und so eine neue zu erschaffen. Wir können ganz neue Kraftstoffe entwickeln, von denen niemand auch nur geträumt hätte, und genauso auch neue Nahrungsquellen erschließen. Was uns einschränkt, ist nur unser Vorstellungsvermögen und die Biologie insgesamt. Wenn es darum geht, Erdöl zu ersetzen, wir verbrauchen Milliarden von Litern jedes Jahr. Ich kann mir, obwohl ich viel Fantasie habe, 1 Milliarde Liter Öl gar nicht vorstellen. Und 1 Milliarde Liter aus unsichtbaren Mikroben herstellen zu wollen, das ist schon ein kühner Gedanke. Aber nur so kommen wir in der Wissenschaft voran. Statt Software für Computer schreiben wir nun Software für neues Leben. Indem wir in die Evolution eingreifen, ihren zeitlichen Verlauf beeinflussen und künftig bewusst Arten für unser eigenes Überleben entwickeln, haben wir durchaus Anlass, optimistisch zu sein, dass wir unser Schicksal noch in der Hand haben. We're here today to announce the first synthetic cell. This is the first self-replicating species that we've had on the planet whose parent is a computer. Die Spezies Mensch ist mehr und mehr in der Lage, wie Götter zu agieren. Das ist schon eine ganze Weile so. Immerhin konnten wir das Klima verändern. Und durch die Gentechnik können wir nun auch andere Arten manipulieren und am Ende sogar uns selbst. Wir werden imstande sein, auf unser eigenes Schicksal in einer Weise Einfluss zu nehmen, wie es noch kein anderes Geschöpf in Milliarden von Jahren auf diesem Planeten vermochte. In einem meiner Gedichte sagt ein verrückter Bischof, der Mensch wurde zu Gott, wurde größer als Gott den Menschen haben wollte. Für mich ist in dieser materialistischen Gesellschaft niemand wie Gott. Ich weiß nicht, was Gott ist, aber in meinen wildesten Träumen wäre Gott oder ein Gott niemals ein moderner Mensch in einer materialistischen Gesellschaft. Wir sind alles andere als gottgleich. Aber die Herausforderungen sind so überwältigend für uns, dass wir mit allen erdenklichen Mitteln versuchen müssen, die Zukunft zu gestalten. Synthetische Biologie ist eine Fortschrittsfalle. Biologen feiern diese Gestaltungsansätze. Und die Gentechniker tun so, als käme bei ihnen neues Leben aus dem Computer. Aber da können die Mikroben nur lachen. Das Leben funktioniert nicht so. Unsere heutigen Probleme, ob Hunger, massive Ungleichheit, der Klimawandel oder der Verlust der Biodiversität, sind in den letzten 200 Jahren durch Überproduktion und durch übermäßigen Konsum entstanden. Und das hat sich immer mehr gesteigert zu einem Ausmaß, das in keiner Hinsicht mehr vertretbar ist.
Die Unternehmen und Regierungen, die das vorangetrieben haben, wollen nun mit Hilfe neuer Technologien das Konsum- und Produktionsniveau weiter aufrechterhalten. Das ist unrealistisch. ExxonMobil and Synthetic Genomics have built a new facility to identify the most productive strains of algae. Algae are amazing little critters. They secrete oil, which we could turn into biofuels. They also absorb CO2. We're hoping to supplement the fuels that we use in our vehicles to someday help meet the world's energy demands. Was ist schwieriger, das Genom des Menschen zu entschlüsseln oder aus Algen Energie zu gewinnen? Aus Algen Energie zu erzeugen, ist nicht schwer. Es in einer wirtschaftlich und ökologisch bedeutsamen Größenordnung zu tun, das ist die große Herausforderung. Aber mit ExxonMobil haben wir einen guten Partner, um auf die Menge der benötigten Milliarden Liter pro Jahr zu kommen. Dazu ist eine Fläche so groß wie San Francisco nötig, aber beide Seiten wollen das. Was mit der Entwicklung der synthetischen Biologie einhergeht, ist ein gewaltiger Verbrauch der Konzerne an Boden wie auch an Wasserflächen. Da werden Menschen umgesiedelt, um Platz zu schaffen für den Anbau von Pflanzen, die der Herstellung von Kunststoffen, Chemikalien und Kraftstoff dienen. Die synthetische Biologie will nicht den Planeten retten oder der Menschheit helfen, sondern sie soll den Profit einiger Großkonzerne steigern. Wenn wir die bald 9 Milliarden Menschen ernähren wollen, können wir nicht auf unseren besten Böden die Milliarden Liter Kraftstoff produzieren, die wir verbrauchen. Indem wir den genetischen Code und damit die Arten verändern, können wir auf Wüstengebiete ausweichen. Sonnenlicht und CO2 genügen zum Beispiel den von uns neu entwickelten Algen. Die synthetische Biologie ist etwas beängstigend, aber ich halte eine Menge davon. Eine wassereffizientere Pflanze wäre schön, aber auch die würde Wasser benötigen. Craig Venter kann keine Pflanze entwickeln, die ohne Wasser und ohne Stickstoff auskommt oder den nur aus der Luft aufnimmt. Keine Chance. Und das schafft auch nicht wirklich Abhilfe. Damit sich die Dinge von Grund auf ändern, gibt es nur eins. Davon will niemand etwas wissen, das erlebe ich immer wieder. Aber es ist der einzige Weg. Wir müssen weniger verbrauchen. Die Armen brauchen mehr, ganz klar. Die Bewohner in den Dörfern irgendwo in Rajasthan, im Punjab oder in Nigeria. Schon unser Anstand gebietet uns zu sagen, dass diese Menschen mehr sauberes Wasser brauchen, mehr zu essen, mehr Bildung für ihre Kinder. So viel steht fest. Aber was unser Eins betrifft, wir könnten und sollten mit viel, viel weniger auskommen. Die Menschen erwarten, dass immer alles besser wird. Sich einzuschränken, darin sehen sie keine Verbesserung. Aber das wäre es. Den Leuten zu sagen, esst weniger Fleisch, das geht gar nicht. Weniger Strom zu verbrauchen, kleinere Autos zu fahren. Neulich sah ich ein Interview mit dem Vizechef von General Motors. Ein Journalist sagte, ihre Wagen sind immer noch so schwer. Und er antwortete, daran arbeiten wir. Was gibt's daran zu arbeiten? Wir könnten so viel tun, ohne unseren Lebensstandard aufzugeben. Wir müssen nicht mit 1500 Kilo-Kolossen in der Stadt von einer roten Ampel zur nächsten fahren. Die Leute sind nicht bereit, sich einzuschränken. Die meisten jedenfalls. Sie sind gefangen in dieser materiellen Kultur. Und wir dürfen deren Anreize nicht unterschätzen. Ihre Macht ist immens. Wie oft habe ich erlebt, dass Leute todunglücklich waren, weil sie es sich nicht leisten konnten, für $50,000 ihr Badezimmer umzubauen? Da stimmen doch die Maßstäbe nicht mehr. Im Bad verbringen wir vielleicht gerade mal 10 Minuten, um zu duschen und die Zähne zu putzen. Dafür muss es doch nicht so teuer sein. Verstehen Sie? Ich meine, wir wollen auch gerade unser Bad renovieren. Aber für mich ist das eine praktische Notwendigkeit. Für andere wird es zum Ausdruck ihrer Lebensart. Die Leute mieten Lagerräume an, die sie dann Jahre nicht betreten, um darin den Krempel zu verstauen, für den in ihren 500 Quadratmeter Häusern kein Platz ist.
Brauchen wir das alles? Es ist sehr schwierig, den Geist zurück in die Flasche zu bekommen. Alles ist von diesem Materialismus beherrscht. Ich könnte noch mehr dazu sagen, aber dann klingt es, als wollte ich Dinge vorschreiben, und das funktioniert nie. Ich weiß selbst keine Lösung. Ich kann nicht sagen, so und so muss es laufen. Dann leben wir ab 2030 glücklich bis ans Ende aller Tage. Deshalb nehme ich mich bewusst zurück. Ich könnte hier den Oberlehrer spielen, aber ich habe 26 Jahre lang in einer kommunistischen Gesellschaft gelebt und ich bin allergisch gegen große indoktrinäre Lösungen nach der Devise, das ist unser Paradigma, dem müssen wir folgen. Bloß nicht. Lieber rede ich etwas chaotisch und unzusammenhängend, denn so ist das Leben. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Solange wir in diesem Überfluss mit all diesen Möglichkeiten und in materiellem Reichtum leben, ist es sehr schwer, freiwillig und aus eigenem Antrieb den Schritt zu wagen und zu sagen, es reicht. Weniger ist mehr. Das ist hart. Wir sind an unsere Grenzen gekommen. Bei aller Freiheit müssen wir in den Grenzen leben, die die Natur uns steckt. Wir können doch unmöglich Prinzipien vertreten, die nicht für jeden gelten können. Denn dann hätten die einen bestimmte Rechte und andere nicht. Das ist kein technisches, sondern ein ethisches Problem. Ich habe immer mit dem Finger auf andere gezeigt und habe geschimpft auf diese Konsumkultur. Irgendwann kam ich nach Hause und die Klimaanlage lief, obwohl niemand da war. Da dachte ich, Moment mal, ich laufe rum und mache allen anderen Vorhaltungen, dabei vergeude ich auch jede Menge Ressourcen. Wie kann ich da andere kritisieren? Mir wurde klar, dass ich, bevor ich versuche, andere zu ändern, erst vor meiner eigenen Tür kehren sollte. Und so habe ich beschlossen, ein Jahr lang möglichst umweltbewusst zu leben und die Auswirkungen zu beobachten. Wir haben das Experiment No Impact hier in New York durchgeführt. Das war ungewöhnlich, denn die meisten Menschen verbinden eine ökologische Lebensweise mit dem Leben auf dem Land. Aber ein Rückzug aufs Land wäre natürlich keine gute Idee, wenn es um die Rettung unserer Lebenswelt geht. Zögen alle New Yorker aufs Land, wäre es schnell kaputt. Wir sind nicht von Natur aus konsumsüchtig. Es liegt vielmehr in der menschlichen Natur, das zu tun, was alle anderen tun. Und das ist wunderbar. Ich will so sein wie du. Ich will dich lieben und will, dass du mich liebst. Das ist okay. Aber es ist ein Teil des Problems. Ich will so sein wie du, also konsumiere ich, solange du es tust. Andererseits heißt das, dass wir uns, so wie zum Konsum, auch zum Gegenteil leiten lassen können. Wir müssen es als ein gescheitertes Experiment betrachten und uns davon verabschieden. Ein ökonomisches und technologisches Experiment, das einige Jahrhunderte lang lief und nicht funktioniert. Es hat uns in diese Krise geführt. Dann können wir uns vernünftig die Frage stellen, wie können wir innerhalb der realen Grenzen unseres Planeten leben und einen gesicherten Lebensraum für die Menschheit schaffen? Wir haben unser Gehirn in einer die Umwelt und die Gesellschaft schädigenden Weise genutzt. Doch nun suchen Gehirne rund um den Planeten nach Lösungen für einige der angerichteten Schäden. Und wir sind eine Problemlösungsspezies, besonders wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen.
Wir sehen nun eine Art riesiges soziales Gehirn, ein planetarisches Hirn. Physikalisch in der Form des Internets ähnelt es sehr einem Nervensystem. Es gab immer viele kleine soziale Gehirne rund um den Planeten. Die sind gewachsen, haben Verbindungen hergestellt. Und heute ist es ein vereintes soziales Gehirn. Zwar zeichnet sich historisch eine Erweiterung des moralischen Horizonts ab, ein Streben nach mehr Humanität, aber die Gefahr eines Rückfalls bleibt. Das wäre katastrophal. Aus purem Eigeninteresse müssen wir weitere moralische Fortschritte machen und immer mehr Menschen dazu bringen, auch die anderen als Menschen zu sehen. Sonst wird es für viele böse enden. Wenn wir nicht so etwas wie die moralische Perspektive Gottes entwickeln, dann scheitern wir auch als gottgleiche Schöpfer. Denn die schöpferischen Lösungen setzen voraus, dass wir Dinge auch aus dem Blickwinkel anderer sehen und darauf achten, deren Lebensbedingungen nicht allzu sehr zu verschlechtern. Sonst wird uns das verfolgen. Zur Hälfte haben wir, Gott zu sein, nun in der Hand. Die Frage ist, ob wir auch die andere Hälfte meistern, die moralische. Die schlechte Nachricht ist, dass uns die Erleuchtung nicht in den Schoß gelegt wird, schon aufgrund der menschlichen Natur. In uns sind diese animalischen Instinkte ausgelegt für eine ganz andere Umgebung im Umgang mit auftretenden Problemen. Deshalb führen zu der Erleuchtung nur eine gute Bildung, Nachdenken und Selbstdisziplin. Das kommt nicht von allein. Ich glaube, unser Widersacher ist die menschliche Natur. Wir müssen uns selbst umbilden zu etwas anderem als dem animalischen Kern tief in uns, müssen diesen Jäger der Eiszeit überwinden, der sich unter der dünnen Schicht von Zivilisation verbirgt. Wir waren die Initiatoren dieses Experiments, haben es ins Rollen gebracht, aber es nie gesteuert. Nun könnten wir an den Umweltproblemen zugrunde gehen. Wenn es dazu kommt, sagt uns damit die Natur, das Experiment Zivilisation ist eine gescheiterte Illusion. Affen intelligenter zu machen, ist eine Sackgasse. Es ist an uns, der Natur zu beweisen, dass wir doch imstande sind, unser Schicksal in die Hand zu nehmen und so klug zu handeln, dass das Experiment Zivilisation weitergeht.